Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu WWE 2K16. Yeah, mit dabei ist wieder Onkel, GamerCheck.ep. Ha-li-ha-löschen! Yeah, hallihallo. So, was wollte ich sagen? Ja, meine Damen und Herren, der letzte Fight hier von der ersten Runde von unserem eigenen King of the Ring. Und damit ihr auch wisst oder sehen wollt, wie es weitergeht, könnt ihr uns ja abonnieren. Einmal GamerCheck.ep und einmal Revanuel.ep. Ihr wisst ja, wo unsere Kanäle sind. Und Ja. ja, ich bin echt gespannt, wie es weitergeht und ob es auch so spektakulär wird. Und ja, waren ja ordentliche Kämpfe. Ja, 51 insgesamt. richtig krass. 51! Und am Anfang war es echt hin und her, dann ging es totale Breitseite gegen mich. Und jetzt geht es doch wieder so ein bisschen spannender. Jetzt ist doch wieder so ein bisschen, wer gewinnt jetzt als nächstes. Aber es liegt doch immer sehr doch zu Lasten auf meine Wrestler. Ja, und da würde ich sagen, jetzt haben wir ja wirklich jetzt den letzten Wrestler, also da brauchen wir jetzt auch nicht großartig eine Zahl sagen oder so. Da würde ich sagen, dann nehmen wir mal den letzten Wrestler, der noch da rumsteht. Ja. Ja, du weißt ja gar nicht, wen ich habe, ne? Nee, das Aber ich weiß weiß ich ja, gerade wen gar du nicht. hast. Ja, Und klar. deswegen würde ich sagen, 3, 2, 1, zeig mal. Ui, das wird ja auch ein spannendes Match. Der Kalisto gegen Billy Gigan. Heißt er eigentlich Billy Gigan, hieß er mal Nee, früher, der oder? hieß Wie der ist der? Badass Billy Gunn. Ah, Badass Billy Gigan. Oder Mr. Aha, Ass. Oder aha, aha, S-Man. aha. Iceman? Iceman. Naja gut, ein Tactical Game. Sehr geil. Schauen wir mal. Kalisto erinnert mich immer direkt mit den Masken und alles immer so an Rey Mysterio. Irgendwie schon, ne? Ja. Der kleine 619er oder wie der heißt da. Hat der kleinen abgemurkst. Ne, war das echt von dem, von der Ja. Attacke? Echt? Oh, krass. Hatte so viel. Na gut. Die Ja. Power. Oder falscher Treffer, irgendwas war. Oh, das ging jetzt aber viel zu schnell jetzt gerade hier. Mein kleiner Freund. Boah, voll in die Eier. Aha. Guck, wie groß ich bin, ne? Wahnsinn. Nee, wie klein ich bin. Oder so. Eins von beiden. As we watch Kalisto, let's get your Jo, take da hast on du him. verdient. Looking fresh right now, which is good. You gotta wonder how much longer that can last, though. And now it's Kalisto. Ach Mensch, ey. Meine Fresse. Ah, ich komme wieder raus, ich komme wieder raus, ich komme wieder raus. Oh, doch nicht. Oder auch nicht. Billy, was ist denn los? Boah. Okay, da hört das wieder auf hier, das freundliche Match. Schmeckt das? Ach Mann, das war scheiße. Das war so richtig doof. Aber das letzte Match, liebe Freunde, hat alle fünf Konterbalken. Ne, ich hab Ja. nur vier, du hast fünf. Der hat, ja klar, Zwergbonus. Aber der hat immer noch alle vier. Ist schon ein bisschen gruselig hier mit dir. So ein kleines bisschen. Erstmal eine gedonkt hier. So gefällt mir das. Aua. Ja, die Moves sind aber auch nicht ohne, was du da auch rauszauberst. Oh. Mit Cover sogar. Klar. Mit Clover. Hä? Keine Ahnung, frag mich nicht. Ich spiele auch das Spiel wie du. Wie geil, ey. Ohne Witz. Er macht den Ultraschall-Move hier. Yes, I can. Yes. Und jetzt habe ich keine Energie mehr. Aua. Das heißt aber gar nichts bei diesem Spiel. Naja. Naja. Na, guck mal. Oh mein Gott, ich hab dich übergeworfen. Er hat mich umgerollt. Guck Er hat mal. mich gerollt. Er hat mich gerollt.
Rollmops. Nein, jetzt geht er wieder klettern, der kleine Mann. Keine Lust hat, du kletterst. Ah, voll ins Face, yo. Nein. Das ist nicht so gut für mich. Das war nicht so gut. Ey, geil. Einfach so aus dem Stand ist cool. Guck mal, ich hab sogar Schmerzen. Oh, danke, liebe Leute, für diesen Applaus. Und wieder haben wir einen suizidgefährdeten Wrestler hier. Aber ist kein Problem. Nachher kommt erstmal der Psychologe und quatscht mit dir, was du dir dabei gedacht hast. Sind Sie unzufrieden mit Ihrer Wrestler-Karriere? Wieso? Ja, Sie springen einfach neben einen, der da gerade rumliegt. Mit Salto und mit allen drum und dran. Aber der wird dann sagen, wollen Sie drüber? Achso, ich dachte gerade, zählt das jetzt? Ich dachte, du springst jetzt gerade raus. Ich habe jetzt echt gedacht, du springst raus. Oh, herrlich hier. Ja, meine lieben Freunde, ich werde ja gerade echt verschwartet von den kleinen Hüpfer hier. Das ist wie so eine kleine Heuschrecke, die hier die ganze Zeit rumzappelt. Aber ich weiß noch nicht, was ich da anderes gegen machen soll hier. Zu spät, na klar. Ja. Das war aber jetzt ganz bewusstlos und so. Ja, ist klar. Ja, sicher. Ich stehe und er springt über mich, aber er landet genau auf mich. Ja, also mir. Absolut einverstanden. Er landet auf mir. Ja, hab ich doch gesagt. Mir ist klar, auf mich. Er landet auf mich. Rivano ist der typische Schulabbrecher, liebe Freunde. Schule? Wer war denn? Das, passiert, wenn man die Schule zu früh abbricht, liebe Freunde. Dann ja. Kann man ich einige gewusst, Wörter einfach. Ich bin schon als Kind Let's Player geworden, ja? Man kann man einfach. Aber nö. Ja! Finish, Alter! Yeah! So macht man das Cover und nicht vom Seil springen. Oh, er kam aber raus. Geh mal schnell. Ja. Das war jetzt aber nicht so, wie ich das haben wollte. Weißt du, wie mein Gewitter dann hagelt da? Na komm. Genau so. Zackabum. Bada bada bum bum. Bada bada bum. Okay, war jetzt ein bisschen verwirrend, weil ich eigentlich unfair einen Pin angedrückt habe, aber er hat es nicht gemacht. Das allerdings irritiert mich. Naja. Na, dann lass ich einfach mal ein paar Aktionen über mich auch gehen, weil ich habe ja keine Konter mehr. Wieso? Drei Stück hast du? Na, ach Quatsch. Hä? Verarschst du mich gerade oder was? Eine geile Aktion hat er ja drauf, der kleine Hüpfer, ne? Mhm. Muss er doch. Komm schon, schneller. Ja. Oh, schneller. War doch ganz okay. War absolut okay. Oh, Müllsack-Alarm. Ah, die Attacke sieht immer so schmerzhaft aus. Boy, he is really tired now. That tank of his has to be reading empty. It has to be King. Ja, natürlich. Ja, klar. Und du bist direkt wieder am Stehen, so nach dem Motto, was war? Oh my God. Ach, das gibt's doch gar nicht. Du musst gedrückt halten. Ja, hab ich gedrückt gehalten. Wenn du kurz drücken sollst, dann hältst du meistens. Und wenn du halten musst, dann drückst du kurz. Ja, voll gehalten hab ich. Das war richtig übel gehalten. Aber hat irgendwie nicht geklappt. Keine Ahnung warum. Aua. Oh, die Attacke ist geil, ja. Hey, cool, dass dein Fuß an dem Ringpfosten festhing. Da kommt der Onkel geflogen, es gefällt mir so sehr. Dann mache ich eine Aktion, aber er kommt wieder raus, na klar. Aber ja!
And the elbow connects. Ach so. Look how slow he is to recover here. Oh, still gerne, gerne, Ich habe keine Ahnung, was der Onkel da macht. Der hüpft da die ganze Zeit rum. Ja, ein cooler Hüpfer. Ja, einmal nach hinten und nach vorne und nach rechts und nach links. Mann, ich kriege hier kaum Punkte für meine Aktion. Zu wenig. Ach, ich habe einmal gedrückt und jetzt wirft er ihn wieder, weißt? Ist klar. Meine Eier sind so groß, guck mal. Was hat er noch drauf? Oh yeah. Kleiner Perversling, oder? Wieder gewonnen, ne? Nur zweimal dasselbe macht er. No. Macht das nur nackt, nicht so wie der angezogen. Oh, er kontert alles. Er kontert alles, was er findet. Aber ich auch. Ah, du bist sofort fit. Du bist sofort fit und covert mich. Das gibt's ja gar nicht hier. Wo bin ich denn hier? Das ist ja wohl nicht die Möglichkeit, jo. Hallo, ich bin hier. Das da haut er mich. Ich sag ja, das ist alles ein bisschen gut. Ja! Der wilde Tornado! Der ganz wilde Tornado. Ja, Finisher! Und jetzt das Cover zum zweiten Mal. Und bitte, komm. Eins! Zwei! Und nein! Nein, 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 nein! Was ist denn das für ein komischer Kasper, ey? Ist ja unbelievable. Alter, ich hau doch, ey. Was hat der, sag mal, der Finisher ist mit Watte bestückt oder was? Guck mal, der hat den Mund auf. Kriegt der Durchzug. Zieh das Ohren raus. Ja, ich mach auch mal. Ah! Ja, was ein Schlag, du. Das war mal was ganz Neues von mir. Ah doch, ich mach. Ich hab gedacht, du kommst schon wieder raus. Ihr habt die dort. Du kommst schon wieder raus. Oh. Ha, hast du gedacht. Oh, meiner ist schon wieder bewusstlos. Meiner ist bewusstlos, ey. Kann damit nicht umgehen, mit der komischen Konsistenz hier. Ach, yo, ich renne so förmlich in deinen Kopf, oder was wolltest du mir damit sagen jetzt? Ach so. Duplex! Wham. Leg mich mal neben dich und wir beide schlafen jetzt erstmal eine Runde. Ja, schlafen jetzt eine Runde. Komm, steh auf. Ah, okay. Das ist natürlich auch eine ganz feine Sache hier. Aha. Ja, mach doch mal was Gleiches, du Wichser. Ja, ja, ja. Oh, ja. One, two. Und jetzt komm bitte, ja. Oh, was ist jetzt? Ach, der hat mich gesehen, oder was? Ah, oh, du hast doch Glück gehabt, du. Was war der Martin Topic zu kurz? Ah, kacke, der kann das auch noch sehen, ey. Du wärst weg gewesen, oder? Ich hab doch gedings. Ach, du hast mich gedrückt? Ach so, ich dachte, der hätte mich gesehen. Nö. Ach so, ist das also. Ich hab echt gedacht, du wärst nicht rausgekommen. Aua, das sieht übel aus, was du da gemacht hast. Jetzt liegt jetzt die Betonung auf der Frage. Welche Frage? Oh. Was machst du da? Oh, oh. Nein! Nein! Da kommt er sofort angerannt, der Sack. Ja! Ja, die übermenschlichen Kräfte des Billy the Badass, Gunny the Bunny, der Metzger, der Schnitzer. Oh nein, ey, fordere mich da nicht so.
Nein! Ja. Da kam's nicht. Nein, 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 nein. Keine Chance. Ja, hat der letzte Match hast du noch gewonnen, du kleiner Mando. Ja, naja, das letzte Match nicht, aber das letzte Match der ersten Runde. Aber jetzt stehen die Fights für die zweite Runde natürlich fest. Und jetzt müsst ihr euch dann dran gewöhnen, dass, ne? Ja. Jetzt müsst ihr euch halt dran Geil. Gewöhnen, dass dann eben, ja, auch Rivano mal auf der rechten Seite stehen kann. Ja, auf der linken Seite stehen kann. Also da, wo jetzt geht's hier aus, ihr seht ja jetzt hier Kalisto links, Billy Gunn rechts. Ab der nächsten Runde kann es auch mal sein, dass der liebe Rivano links steht. Ich bin echt gespannt, wie es jetzt so weitergeht. Das war auf jeden Fall ein ordentliches Gemetzel, mein Freund. Hast gut gewonnen. Ah, der Kalisto ist nicht zu unterschätzen, der kleine Zwerg. Bam. Mhm. Okay. Ich bin dran, ne? Ja. Ich glaube ja. Ja, meine lieben Freunde, dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Zugucken. War auf jeden Fall richtig geil, die erste King of the Ring-Runde. Wenn ihr natürlich weiterschauen wollt bei uns und wissen wollt, wie es weitergeht, ihr könnt uns auch gerne abonnieren. Hatsche! Gesundheit noch dabei. Abonnieren, kommentieren und liken. Alles hilft, unterstützt uns einmal bei Gamercheck EP und einmal bei mir, Revano EP. Und genau. Ja, was kann ich noch sagen? Auf einmal war ein cooles Match. Hab leider verloren, obwohl nach zwei Finishen, schon heftig. Aber er war gut, dass er rauskam und deswegen wohlverdient. Und wir sehen uns dann in der zweiten Runde von WWE 2K16 King of the Ring. Selfmade. Bis dann. Ja, wir haben es selbst erfunden. Ja, selfmade. Selbst gemacht. Ja. Und bis morgen. Ciao. Tschüss.